dass alles gleich sein soll, das möchte ich nicht. Hallo, Freunde der Futterblume, hier ist wieder Dr. Hannibal, der Mann fürs Grobe, Folge 68 der frisch fröhlichen philosophischen Trilogie Abstraktionen, Nominalismus, Sprachkritik hier auf dem Gleichsatzkanal. Wir sind zu guter Letzt gelandet bei Fritz dem Mautner und seinen definitiven Aussagen zur Geschichte des Abendlandes, die 319 von 350, die da lautet: Wir gehen in der Irre und ahnen es nicht. Nebel bedecken alle Worte, Nebel alle Wortgruppen, und der Wahnsinn lauert an der Aufdeckung dieser Nebelschleier. Und diesen Eindruck muss jeder Eingeweihte, der sich ein bisschen näher mit der Angelegenheit beschäftigt, gewinnen, dass an einer Aufklärung hier überhaupt kein Interesse besteht, weil anscheinend die Verantwortlichen die Öffnung der Büchse der Pandora befürchten, dass dann Chaos und Unordnung über die Welt hereinbrechen, wenn es kein Halten mehr gibt in den geschriebenen Werken, in der gesprochenen Kommunikation, wenn wie bei Hugo von Hofmannsthal nur noch modrige Pilze im Mund übrig bleiben, wenn von der Sprache die Rede ist. Diesen Eindruck möchte man gewinnen, und es ist auch überall ein Hohn, wenn an den verschiedensten Stellen von der Bemühung um Klarheit und klare Kante und wie alle diese Formulierungen heißen, die sind alle meilenweit davon entfernt, wirklich etwas an einer Aufklärung der ganzen Angelegenheit, zur Aufklärung dieser Angelegenheit beizutragen. Ganz im Gegenteil, man verstrickt sich nur noch mehr in, so nach dem Motto, ist der Proton Pseudos die erste Lüge einmal geschehen, dann ist es wie beim Kleinkriminellen, wenn er beim Verhör einmal lügt, dann verstrickt er sich immer mehr in Widersprüche, bis am Ende die ganze Angelegenheit so kompliziert erscheint, dass es am besten ist, mit allem nichts zu tun zu haben und das so weit wie möglich unter dem Deckel zu halten. Und das ist nach wie vor die Politik, mit allem Unangenehmen, den eigentlichen Problemen. Damit will man nichts zu tun haben. Man beschäftigt sich mit irgendwelchen Scheinproblemen, damit der Eindruck entsteht, dass es kritisches Verhalten möglich ist. Aber das sind nichts anderes als Alibi-Veranstaltungen. Alles passiert auf dem Rücken einer Naivität oder man muss Dummheit dazu sagen, der breiten Masse der Bevölkerung, die ihr Desinteresse und ihre Ignoranz auch noch als Lebensstil zu verkaufen weiß. Man muss sich nur ein wenig mit der ganzen Angelegenheit beschäftigen, um zu begreifen, wie tief diese Unwahrheit, muss man sagen, wie tief diese Falschheit sitzt, die als Normalität und Selbstverständlichkeit zur alltäglichen Geschäft geworden ist. Ein Hohn gegenüber dem Vermögen, Verstandesvermögen und der geistigen Kapazität, die deren Menschen fähig sind, eine Beleidigung für jeden, der über ein gewisses Maß an Intelligenz verfügt, das, was alles passiert, eine Frechheit, da auf Glaubwürdigkeit zu rechnen. Und schon geht's weiter mit dieser Tirade.
Dann Lautner, er schreibt, diese Knechte an den Ruderbänken der Wortgaleeren sind nur noch den breiten Massen gefährlich. Ihre Waffen sind stumpf für unseren gebildeten Mittelstand. Er hat neue Worte gemünzt, das Recht, die Sitte, die Wohlfahrt, das Glück. Und unsere Minister, unsere Abgeordneten und Journalisten sind die neuen Diener. An diesen neuen Worten sind die künftigen Pfaffen. Für Mautner ist hier die Politik die neue Religion, wie für mich die Wissenschaft die neue Religion ist, mit den neuen Pfaffen, die ungefähr genauso viel Glaubwürdigkeit verdienen wie die Pfaffen des 19. Jahrhunderts, die ihre Fälle davon schwinden sahen mit dem aufkommenden Sozialismus und dann wieder Mühen und Kosten gescheut haben, um ihre Glaubwürdigkeit zu bewahren. Aber der Zug war abgefahren. Aber die Autoritäten haben sich neue Gespielinnen, möchte man sagen, ins Spiel gezogen, mit denen die den Glauben der Geister der vielen zu binden hoffen, mit dem Recht und der Sitte, der Wohlfahrt, das Glück geschrieben, den Menschenrechten. Das ist der letzte Winkelzug, eine breite Masse übers Ohr zu hauen, in der Anschein erweckt wird, dass dadurch Verbesserungen stattfinden würden. Allerdings teile ich die Auffassung nicht von Lautner hier, dass die Knechte der Wortgaleeren nur nach der breiten Masse gefährlich sind, dass diese höheren Weihen der Abstraktion, die sind vielleicht wenigen Eingeweihten im Begriff, darunter auch solche, die ihr Wissen in dieser Angelegenheit sehr wohl zu nutzen verstehen, um den Anschein der Glaubwürdigkeit zu erwecken, weil die Menschen ja glauben wollen, sie wollen ja glauben, dass alles gut ist, denn es lebt sich zwar schlecht mit einer negativen Einstellung und das wird schamlos ausgenutzt und betrogen. Und schon geht's weiter, 321, Worte wie Pflanze, Tier, Himmel, Licht, Sprechen, Denken, Vernunft, Verstand, Leben, Tod, Gesundheit, Krankheit und so weiter gebrauchen wir nur darum, weil wir sie ererbt haben. Genauso wie das eben ausgekrochene Küken das Körnchen aufpickt. Und in der Tat wird viel einfach traditionell übernommen, ohne jetzt groß das zu hinterfragen. Das wird vorgelebt, der Gebrauch von Worten geht von den Älteren auf die Jüngeren über, weil sich diese scheinbar im praktischen Gebrauch bewährt haben. Gewisse Ansichten über Gesundheit, Tod, Leben, Verstand, Denken, Vernunft nicht besonders tiefschürfend wahrscheinlich. Und was funktioniert, wird nicht hinterfragt. In den seltensten Fällen bleibt ein kindliches Interesse an der Welt und den Dingen erhalten und eine kindliche Neugier und Wissbegierde macht nur allzu schnell einer Lethargie Platz, wo nur noch das Nötigste dann als Leistung empfunden und dann geliefert wird. Das Wissen ist nicht mehr Freude, sondern Pflicht, Arbeit. Man sieht sich ein Pferd, ein größeres Rad, eine Apparatur, eine Maschine. Die Soldaten im Militär wird man zur Arbeit erzogen und kann schon froh sein, wenn man nicht in Ländern lebt, in denen die Kinderarbeit noch erlaubt ist. Auf solche Vergleiche wird dann bezogen, wenn es daran geht, die
hiesigen Verhältnisse zu beurteilen. Da wird nie die Latte nach oben gelegt, sondern immer nach unten, dass die Gegenwart dann als wünschenswert und als optimal den Umständen entsprechend empfunden wird und keinerlei Bedürfniszustand möglich ist. Die Gewohnheit in Bezug auf das Sprechen, die kann gar nicht oft genug hervorgehoben werden, weil in der Regel ist das eigene, eigenständige Denken so selten wie eine Perle in einer Muschel. Und schon geht's weiter zur nächsten Nummer, 322. Immer wieder Mautner für diejenigen, die jetzt nur Audio hören, Podcast muss ich nicht mehr hinzufügen, beziehungsweise ich werde es dann erwähnen, sollte in dieser letzten Tranche noch jemand anderer als Fritz Mautner zu Wort kommen. Und diejenigen, die hier YouTube-Video unterwegs sind, die sehen das sowieso, dass es um Mautner handelt. Also der nächste Punkt: auf der gefälligen Annahme der Gleichheit beruht unser ganzes geistiges Leben. Den Punkt hat Nietzsche schon in seinen nachgelassenen Schriften im Willen zur Macht ausgiebig untersucht, welche Rolle die Gleichheit spielt überhaupt zum Überleben in der Wildnis. Die Wahrnehmung musste eben die Differenz dann auf der Jagd lebensnotwendig, die Wahrnehmung entsprechend zu schulen und festzustellen, ob jetzt ein Unterschied zu bemerken ist. Darauf konzentriert sich dann die Aufmerksamkeit, denn nur der Unterschied wird ja wahrgenommen. Wenn etwas gleich bleibt, dann gibt es keinen Anhaltspunkt, einen Fokus sozusagen, und reduziert sich dann die Aufmerksamkeit auf das ganze Bild und nicht auf die ganzen Einzelheiten. Und auch das Denken besteht im Grunde genommen aus der Feststellung von Unterschieden. Also wenn Martin hier schreibt Annahme der Gleichheit, dann heißt es eben mit der Gleichheit dann auch Differenz ist. Im Grunde genommen ist es die Prozedur, die Analyse im Denken könnte man als Differenz bezeichnen und die Gleichheit dann als Synthese, eben festzustellen, ob etwas in eine größere Allgemeinheit hineingeordnet werden kann oder nicht. Und in diesen Kategorien spielt sich mehr oder weniger das ganze geistige Leben ab, das Bewusste, das Bewusstsein, der immer wieder so oft kolportierte Wort von im Anfang war das Wort, müsste eigentlich heißen, am Anfang war die Differenz, oder dann im Anfang war die Urteilskraft der Gleichheit, aber eher noch die Differenz. Zuerst ist die Differenz maßgebend, was den Denkprozess angeht. Eine Gleichheit gibt es keinen Anhaltspunkt, es ist eben so, wie es immer war, es ist alles gleich. Erst wenn die Differenz dann auftritt und eine Veränderung stattfindet, beginnt quasi das geistige Leben oder auch das Erwacht, das Bewusstsein, möchte man sagen. Die Aufmerksamkeit wird erregt, oft unbewusst, und auch die Sprachbildung findet nach diesem Prozedere statt. Wird entweder eine Gleichheit dieses oder jenes Dings mit der Kategorie, an die jetzt jemand denkt, die vielleicht traditionell in solchen Fällen angewandt wird, oder aber auch eine Kategorie, die einem bestimmten Subjekt jetzt gerade einfällt,
weil es der Meinung ist, dass die hier adäquat ist und man jetzt hier von Gleichheit sprechen kann. Oder dann auch von Unterschiedlichkeiten, da wird eine andere Kategorie, ein anderes Wort gebraucht und dementsprechend dann auch eine passt zu diesem Wort dann die entsprechende Bedeutung, wie dieses Wort dann zu gebrauchen ist und wie dieses Subjekt dann dieses Wort weiterhin gebraucht. Und mehr ist es im Grunde genommen nicht, was da an Bibliotheken geschrieben wird, die dieses Grundverhältnis nicht beachten. Die sind alle, wie es so schön heißt, für die Katz oder bringen mehr Schaden als Nutzen, weil letztlich die Leute dann in ihrem noch nicht vorhandenen Denken dann auch noch dazu abgelenkt werden. Sie werden manipuliert, ohne das zu durchschauen, dass sie manipuliert werden in Form von Begriffen. Und schon geht's weiter mit der nächsten Nummer 323 in dieser 68. Folge der philosophischen Trilogie Abstraktionen Nominalismus. Sprachkritik auf dem Gleichsatzkanal in den letzten Zügen mit Beiträgen von Fritz Mautner, die das Ganze nochmal in einem Bild abrunden, das vorher nicht möglich gewesen wäre. Also ich schätze mal schwer, diese Zitate von Mautner an den Anfang gestellt, würden sich einige Leute etwas brüskiert vorkommen und dass Mautner eben übertreibt, es gar nicht so schlimm ist und so weiter. Aber jetzt, nachdem nach über 30 Stunden an Besprechung dessen, was die Begriffe Abstraktion oder Nominalismus oder Sprachkritik für einen Bedeutungsumfang haben könnten. Also letztlich wird nur der Gebrauch dieser drei Worte etwas gründlicher unter die Lupe genommen, wie diese Worte zu verstehen sind. Und für viele Menschen haben diese Worte keine Bedeutung oder weniger Bedeutung. Ja, man hat sich vielleicht für Philosophie interessiert, aber weniger für Sprachphilosophie oder dann auch weniger für Nominalismus und noch weniger für Sprachkritik. Und nur ein ganz spezielles Publikum, sage ich jetzt mal, die diese drei Begriffe auf einen Haufen lesen und denken sich, das könnte interessant sein. Das ist das Publikum, das ich mir für diese Frequenz-Trilogie wünsche. Und ich weiß, diese Leute sind da draußen. Ich weiß das von den Gleichsatzseiten. Hab den da in der glücklichen Lage, kann man nicht sagen, aber ich sehe das aufgrund eines Trackers. Sehe ich das bei den Leuten, es gibt natürlich die Möglichkeit, diesen Tracker abzuschalten, aber bei den Leuten sehe ich das, wofür sie sich interessieren, wofür sie sich nicht interessieren, aber es gibt auf alle Fälle Leute, und es sind gar nicht so wenige, die sich für diese Themen interessieren oder zumindest ein Interesse an einem funktionierenden Verstand haben. Das kann ich auf alle Fälle feststellen. Und was jetzt hier diese Videosequenz auf YouTube angeht, da wird es einiges dauern. Das hat mit den Gleichsatzseiten, beziehungsweise der Vorgänger waren ja die Seiten der Mautner Gesellschaft so in den Jahren 1990 bis 2004, so etwas.
14 Jahre, bis dann Gleichsatz gekommen ist. Das hat alles seine Zeit gedauert, bis das anläuft. Also jetzt ist 2021, das läuft jetzt gerade mal 3 Monate. Da wird man dann sehen, irgendwann wird es die Generation geben, die auf das hier anspringt und für jede Menge Unruhe sorgen wird. Aber wo war ich stehen geblieben? Gleichheit hatten wir, die Nummer 323. Alle Erkenntnistheorie ist zuletzt Psychologie und an eine wissenschaftliche Psychologie ist nicht zu denken, solange die psychologischen Grundbegriffe unklar und undeutlich im Sprachgebrauch schwanken. Also, Erkenntnistheorie ist deshalb Psychologie, weil das Subjekt die entscheidende Rolle spielt. Aber im Sinne eines Individualitas non essentia. Das Subjekt muss hier notwendigerweise, wenn es zu allgemeingültigen Erkenntnissen kommen soll, als Allgemeinheit verstanden werden, schon von Anfang an. Und deswegen wird diese Wissenschaft von Psychologie nie das tatsächliche Individuum treffen. Und das ist das, was Mautner hier meint, wenn es heißt, an eine wissenschaftliche Psychologie ist nicht zu denken. Nicht nur, naja, das meint Mautner nicht, aber das sage ich jetzt. Mautner meint, dass die psychologischen Grundbegriffe unklar sind. Das sowieso, aber ich erkläre gerade weswegen. Weil eben die Sprache allgemeingültig ist und dass wirklich Einzelne nicht in sprachliche Begriffe gefasst werden kann. Und zudem, dass die psychologischen Grundbegriffe unklar sind, also da scheiden sich die Geister an, da gibt es jede Menge Theorien zum Vorstellungsbegriff oder zum Empfindungsbegriff, zum Bewusstseinsbegriff, zur Psyche überhaupt. Psychologie ohne Psyche ist eins der Schlagworte. Wahrnehmung sowieso und dann Anschauung, wie sie nicht alle heißen. Es ist aber letztlich das, was Hans Kleinpeter in einem Buch über die Erkenntnistheorie der Naturwissenschaft geschrieben hat, dass es Mautners, Kants durchgehendes oder primäres Motiv seines ganzen Wirkens war, die Beziehung herzustellen zwischen Ich und der Außenwelt oder dem Ding an sich, wie es bei ihm heißt. Und das ist nicht nur bei Kant, sondern prinzipiell das erkenntnistheoretische Problem zwischen jetzt Wort bzw. Denken oder wie Kant es das Ich nennt und dem Objekt oder der Sache zwischen eben Subjekt und Objekt. Diese beiden Angelegenheiten auf logische Art und Weise in Übereinstimmung zu bringen, ist nicht möglich. Und das ist das Problem. Und was ist die Konsequenz? Auf Biegen und Brechen dann diese Verbindung herzustellen, da bleibt das intellektuelle Gewissen auf der Strecke. Also das kann man vergessen. Aber ebenso feststeht, dass dies eine solche Verbindung sein muss und auch praktisch immer wieder passiert, eben aus zweckbedingt. Und allein dieses Problem ist zu klären, das heißt, das Problem heißt die Rechtfertigung von Interessen. Aber meine Zeit ist jetzt schon wieder vorbei in dieser Folge 68. Und deswegen kann ich mich schon wieder verabschieden. Markiere mir hier nochmal diese Zeile. Das machen wir weg. Für das nächste Mal 69 und die 70 werde ich auch schaffen. Und mehr muss gar nicht sein. Die 71 vielleicht noch. Okay? Peace und out.
Ich mal dein Handbein. Das ist für mich eine besondere Aufgabe. Kampfmann. Außerdem muss ich dich schnell finden. Ich habe gesehen, dass ihr schnell reagiert. Solche Leute suche ich.